Unser nächster Gast, meine Damen und Herren, ist Titelverteidiger der letzten Woche. Sensationell gewonnen hier und ein unfassbarer Gesangskünstler, wie ich finde. Und weil er der Titelverteidiger ist und den Rap der Woche gewonnen hat, ist er heute auch wieder da, nominiert für den Rap der Woche, meine Damen und Herren. Für seine tollen Verdienste im Hochfrequenzgesangbereich. Zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Hier ist Heiko Löbke. Siehst du, du hast deine Fans. Du hast schon deine Fans. Ja. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, Publikum hat für dich gestimmt letzten Donnerstag. Wir haben dich ja entdeckt quasi beim Sat.1 Morningstar, wo du quasi in der Originaltonart Er gehört zu mir gesungen hast. Genau. Ja? Das hast du irgendwann mal festgestellt, dass du so hoch singen kannst. Ich kann ja auch, sagen wir mal, mit Kopfstimme singen, oben. Mhm. Ja? Aber bei mir klingt es so tuntig. Ja? Ach, na ja, also das kann man so nicht sagen. So ein bisschen, bei mir klingt es so ein bisschen so Eunuchen, wie bei Bohlen so ein bisschen, wenn er oben Cherry Shelly. Aber bei dir klingt es wirklich auch sehr feminin dann noch. Dieser Schmalz, den du in der Stimme hast. Ja, man hat halt doch mehr weibliche Hormone im Körper, als man denkt, als Mann. Ist es so? Ja. Ja. Und da haben wir uns gedacht, dieses Mal müssen wir was Interessantes singen. Und zwar müssen, was heißt das denn da? Ach, Rap übergeben. Kommen Sie mal bitte her. Ich zeig mal generell. Ich muss den Rap übergeben. Das steht hier so. Ich dachte, das ist eine Anweisung an mich, jetzt zu kotzen. Ja? Ich dachte, was will der? Rap übergeben. Hier. Rap übergeben. Manchmal. Ja. Manchmal irritiert das einen, ne, wenn man nicht so genau weiß. Ja. Doppeldeutigkeit. Ja, das ist halt ein Problem. Die Leute können halt diese Sätze nicht ganz ausformulieren. Das ist halt, naja, was soll man machen? Ja, was machen wir heute? Haben wir uns was überlegt, natürlich. Ja? Du kannst so toll so hoch singen. Ja? Und ich bin ja bekannt für meine Barry White Ästhetik. Ja? Und da singen wir ein Duett. Das machen wir. Und jetzt, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, was wir uns ausgesucht haben. Wir singen jetzt für Sie mein Lieblingsduett aus den 80er Jahren von Ashford and Simpson. Solid as a rock. Ja? Und ich zeige Ihnen mal ein Bild von Ashford und Simpson. Schauen Sie mal hier. So sahen die beiden damals aus. Ja? Und das müssen wir jetzt natürlich auch irgendwie hinkriegen. So, du singst natürlich die Frauenstimme. Ja? Das heißt, du brauchst diese Frau Simpson-Perücke. Ja, genau. Ich setze die mal auf jetzt. So. Oh, hast du einen dicken Schädel? Ja. Okay, ein bisschen drüber ziehen. Geht das? Doch, geht, ja. Ja, geht. So. Sehr echt. So, was hat die hier, den Fummel? Den Sims, Ashford und Simpson Fummel. Ja. Das ist, ach nee, das ist die Hose von ihm, oder? Nee, oder ist das Kleid? Das ist mein Kleid. Das ist das Kleid, ja, genau. So, dann schlüpf mal kurz rein. Oh, ja. Zieh's kurz über. Und wenn du auftrittst. Ja, warte mal, hier so. Wissen, wo man da rein da kommt, hier so, oder? Da ich glaube, das ist, nee, warte, hier ist der Kopf. Hier ist der Kopf, ich hab schon. Hast du schon? Ja, ja. So. Jetzt Arm irgendwo durchkommen, mach einfach, dass das irgendwie. So. Geht das? Ja, muss gehen. Wo kommst du eigentlich her? Aus Münster bei Dieburg. Ach, aus Münster? Ja. Da bist du. Geht das? Was ist denn das für ein scheiß Kleid? Ich zieh schon mal meine Perücke an. So. Wunderbar. Ich mach jetzt den Herrn Ashford. Ja, das hat er, glaube ich, angehabt, oder? So. Ja, das ist gut. Schuhe? Das gefällt mir. Ja. Schuhe, ja, hier. Ja. Für dich. Extra bin ich. So. So, wir sind gleich soweit. Was machst du beruflich eigentlich richtig? Ich bin Berufspapa zurzeit. Ach, du bist Berufspapa. Lässt deine Frau arbeiten gehen? Entschuldigung, arbeiten. Ja, 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 ja. Arbeiten gehen. Ja, ist zurzeit auch im Erziehungsurlaub, also es passt ganz gut. Haben Ach wir viel so, Zeit. Na, das ist ja super. So. Och, ich habe normalerweise 46, das ist 44,5, also unter Schmerzen. Sehr gut. Ich bin gleich auch soweit, meine Damen und Herren. Gut. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich muss auch noch die passenden Schuhe dazu anziehen hier, damit ich auch aussehe wie der Herr. Oh. Wie der Herr
Ashford. Wer war eigentlich Ashford von den beiden? Sie oder er? Ist egal. So, ich zeige Ihnen nochmal das Bild. Kommt ungefähr hin, oder? So, jetzt Mikrofon. So, das ist hier. Ich brauche auch noch den Text, bin da noch nicht so firm. So, bist du schon fertig? Ja, ich muss nur noch die. So, ich gehe schon mal. So, kommt das gut? So. So, du singst die Frauenstimme und ist. Im Moment, die Frau war aber doch kleiner als er, oder? Kannst du auf die Knie? Ja, geht auch. Ja, damit das ein bisschen echt aussieht auch. So, die Simpson war ja kleiner als er. Ich finde, ich sehe eher aus wie Chinggis Khan, oder? Ja, auf. Okay. Ab. Okay. Jetzt. And for love's sake, each mistake. Oh yeah, baby. All you forget. And soon both of us learn to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up, and now we're solid, solid as a rock. That's what this love is. That's what we. Sehr gut. Heiko. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja wieder nächste Woche. Hoffe ich doch. Und mal weiter so. Heiko Lepke, meine Damen und Herren. Danke.